große Kirschen durch Blütenpollen. Das wird gerade fleißig bei TikTok getestet. So groß waren sie noch nie. Es hat sich tatsächlich immer noch gar nichts getan. Ich schwöre, ich spüre Wachstum. Was denn jetzt? Klappt? Oh, nicht. Oh. Blütenpollen enthalten Phytoöstrogene. Phytoöstrogene reagieren im Körper wie körpereigene Östrogene und können das Drüsenwachstum zum Wachsen anregen. Ja, können. Andere Expertinnen haben uns auch gesagt, dass es eben nicht klappen könnte, weil es noch keine Studien oder Langzeittests zu dem Thema gibt. Und bevor ihr jetzt sagt, ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut! Das könnte auch gefährlich sein. Es gibt gehäuft familiären Brustkrebs, der auch vererbt ist. Und da ist es oft so, dass du auch einen hormonpositiven Brustkrebs hast. Den kannst du mit diesen Präparaten durchaus auch anschieben. Für Allergikerinnen ist das auch nichts. Und durch die Blütenpollen könnte sich auch die Periode verändern.